ist Feminismus? Ein Reiz, ein Reizwort. Feminismus? Ich weiß es im Fall nicht so genau. Hoffe keins. Wahrscheinlich seine Geschmackssensoren und sein Hirn nicht. Die Elba. Muss der Magen sein. Keins. Nichts. I work 100%, it's awesome. Das glaube ich, kann man pauschal nicht beantworten. Ich hoffe nichts, aber das müssen wir in den Einzelfällen anschauen. Das bezahle ich meistens. Das passiert mir ziemlich täglich. Ich finde es nicht so toll. Oh no, but as if I was a woman, that's perfectly fine with me now that I'm old. Nein! Nein! Nein. Nein, überhaupt nicht. Das nervt hure. Last time I quit my job over that. Ich verstehe es nicht. Ich bin mindestens genauso cool und gut ausgebildet. Das ist einfach eine hohe Frechheit. Manchmal. Nein. Sicher nicht. Grundsätzlich hasse ich ja keine ganzen Gruppen. Aber es gibt natürlich so Typen von Männern, die man nicht so gerne hat. As much as I hate women. The people are equal. Die Einsicht, dass Menschen nicht in so zwei einfache Kategorien geordnet werden können. Und glaube ich auch ein Brüllen dafür, dass zwischen diesen Kategorien, die unsere Gesellschaft immer noch macht, Machtverhältnisse bestehen, Hierarchien bestehen, die nicht gerecht sind und die sollten, ja, beseitigt werden. Es ist eine Einstellung und eine politische Überzeugung und ein Programm, dass Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt werden. Und auch handeln können. Allgemein eine Gleichstellung von Frauen und Männern. Wobei wir ja sagen müssen, dass die Diskriminierung des Mannes hier nicht so aktuell ist, beziehungsweise nicht so virulent. Das Einstehen für die Menschenrechte. Ich würde sagen. Ja, ich bin Feminist. Ich habe auch das Gefühl, es ist irgendwo ein gewisses Problem dabei, für einen Mann sich als Feminist zu bezeichnen. Ja. Yes. Ja. Welche Frau nicht?